Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zu Lauf 2 des letzten Rennwochenendes der Formel 3 Fantasy-Liga hier aus Hockenheim. Die WM ist ganz spannend. Beckmann führt noch mit 9 Punkten vor Rosenqvist, allerdings deutet dieses Rennen vielleicht auf eine Veränderung hin. Aber das sehen wir jetzt in der Startaufstellung, nämlich Schütte startet von der 1, Hakim Young von der 2, Kaufmann von der 3, Zinicker 4, Rosenqvist der WM-Zeite von der 5, 6 der Spörk, 7 der Schwetz, 8 der Schulters, 9 der Ringbeck, 10 der Merten, Räikkönen auf der 11, 12 Riesilikanovic, Pinkel 13, Beckmann der WM-Führende nur auf der 14, Blase 15, Dom 16, Rehberger 17, Laukan 18, 19, Ahrens 20, Burmeister 21, Diete Fries 22, 23, Volk 24, Michel 25, Philippe und Uhl wieder einmal letzter, weil er wieder keine gezeigte Runde gefahren hat, obwohl er eigentlich viermal draußen war oder sowas, aber das ist dann ja im Grunde nicht mein Brot. Auf jeden Fall, die Ampeln gehen jetzt an und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Rennen. Und ja, Schütte kommt da richtig schwer weg nur. Ja, da kommen einige raus. Dann sehen wir hier einige Kämpfe. Ich glaube, ist das Rosenqvist schon auf der 2? Auf der 3? Das würde mich auf jeden Fall schon noch ein bisschen überraschen. Auf jeden Fall probierst du eine mit dem Überholmanöver. Und dann kommt jetzt der Angriff von einem Kfz-Teile-Mücke. Ja, und das geht sich nicht aus. Jetzt sind drei Teamkollegen direkt hintereinander. Ja, Schulters geht jetzt auch gleich an Schütte vorbei. Dann vorne Hakim Young, der setzt sich da jetzt gleich schon mal richtig ab in der ersten Runde. Hat ja schon im Brands Hatch einen Lauf gewonnen. Wenn er jetzt hier auch nochmal einen Lauf gewinnt, dann wäre es natürlich richtig gut für ihn. So, wir gehen jetzt einmal die Platzierung durch. Also, Hakim Young führt das Rennen an. Gefolgt von Pascal Schwetz auf der 2. Dritter ist schon Rosenqvist von der 5, Implant auf die 3. Schütte auf der 4. Fünfter Schulter ist auf der 4, Schütte auf der 5, 6 der Spörk, 7 der Räikkönen, der hat schon ordentlich Plätze gut gemacht, 8 der Kaufmann, 9 der Ringbeck, 10 der ist Beckmann schon, der ist von 14 auf 10 schon mal vorgefahren. Pinkel hier auf der 11, 12 Dom und Pinkel versucht da gerade den Angriff jetzt, aber auch Beckmann zieht raus. Beckmann macht da wieder einen Platz gut. Ringbeck jetzt noch auf der 10. Domi auf der 11. 12 Pinkel, 13 Zinicker, 14 Merten, der hat wieder Plätze verloren. 15 Ahrens. Fries hier. Ui, ja, da geht einer weit wieder. Ui, da staut sich gleich alles wieder auf. Dann haben wir Blase 19, 20 Michel, 21 Rehberger, Uhl, Laukanen, Philippe, Burmeister und Dietl. Ja, vorne geht sich hier natürlich auch gleich. Ja, Schwetz arbeitet sich jetzt in großen Schritten gerade ran an Hakim Young. Rosenqvist hier auf der 3, wie gesagt. Ja, Schwetz war 7 Zehntel schneller. Und Schwetz verhaut es da fast, aber richtig verhaut das. Rosenqvist ist da gleich wieder richtig dran, ne? Ui, das war überhaupt nicht gut von Schwetz, was er da gerade gemacht hat. Also, das darf man sich gar nicht leisten, so ein Fehler. Und da haben wir Angriffe, ja. Das ist Schütte, der versucht sich da zu verbessern. Und auch Beckmann macht wieder einen Platz gut.
Rosenqvist eben halt hier. Ui, und da geht. Ui! Ja, Schütte. Wird von Spörk rausgedrängt und Räikkönen sagt Danke, Robin Räikkönen. Ja, Platz 5. Hier haben wir Spörk. Beckmann auf der 8. Der versucht jetzt hier den Angriff. Eingang Motodrom. Nein, geht sich nicht aus. Muss aufpassen, da kommt jetzt. Ja, Kaufmann hat es da probiert. Geht sich aber nicht aus in dem Fall. Und Robin Räikkönen fährt jetzt auch die schnellste Runde auf der 5. Da muss er doch aufpassen, da hat der Spörk im Nacken. Kommt ja aber sehr gut rum um die Kurve. Aber auch Spörk ist da jetzt gut rumgekommen. Was haben wir da hinten? Ja, Schütte, der muss jetzt wieder aufpassen. Das ist nämlich jetzt Beckmann. Beckmann bremst auch spät. Uiuiuiui. Da geht sich nicht aus für ihn. Er wagt auch jetzt hier nicht den Angriff. Wartet eher nochmal ab. Ja, und hier Räikkönen konnte sich vor Spörk halten. Und Schwetz ist nur auf der 3. Rosenqvist jetzt vor auf die 2. Und vorne Young. Der fährt da ein bisschen alleine gerade. Ja, 3,8 Sekunden hat er Rückstand da. Oh, schwätzt er wieder mit dem Problem. Haben dann wieder nur sehr, sehr schlecht um die Kurve rum. Und jetzt könnte eventuell da gleich ein Angriff kommen. Von wem auch immer. Ja, Räikkönen wagt den Angriff dort. Ah, Räikkönen ist zumindest an Schulz vorbei. Was haben wir hier? Beckmann kommt, glaube ich, wieder nicht vorbei. Oh, jetzt kommt da der Angriff von Schulz gegen Räikkönen und der schickt ihn raus. Und hier Beckmann, ui, da kommt Ringberg jetzt. Ui, da schafft es vorbei und wird auch gleich wieder gecatcht. Ja, Räikkönen hat gleich mal wieder 2 Plätze, glaube ich, jetzt verloren. Auf jeden Fall, Rosenqvist ist weggezogen. Räikkönen hat 2 Plätze, glaube ich, verloren. Ja, der war, glaube ich, 4. in dem Moment dann gerade. Und jetzt verliert Beckmann noch wieder 1 Platz gegen Schütte hier. Ei, so kann man im WM-Kampf nicht gehen. Da muss man alles probieren. Hakim Young fährt die schnellste Runde. Rosenqvist kontert. Da war Beckmann jetzt vorbei an Schütte und jetzt hat er sich wieder catchen lassen im Motodrom. Und da hat jetzt Beckmann wohl noch wieder einen Fehler gemacht. Ui, und wird er jetzt auch noch weit geschickt? In dem Fall, ui, von Kaufmann. Da wird er jetzt gerade richtig durchgereicht in dem Fall. Zinicker versucht da jetzt den Angriff. Ui, und da ist Kaufmann mit einem Defekt, würde ich einfach mal sagen. Der hat sich nämlich gleich richtig verabschiedet mal gerade. Jetzt hat Beckmann erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Jetzt kann er vielleicht nochmal sich nach vorne arbeiten. Räikkönen hat es auch noch nicht wieder vorbei an Schulter ist geschafft. Und ja, Rosenqvist schafft es noch nach vorne.
würde momentan eben halt 27 Punkte bekommen mit Platz 2. 27 Punkte für Platz 2, ja. Beckmann momentan nur 12. Wären also 15 Punkte. Er würde aus 9 Punkten Rückstand, würde er 4 Punkte Vorsprung machen. So, und Schütte, er muss aufpassen. Beckmann ist schon wieder dran. Ui, und macht er diesen krassen Fehler. Und das hat wieder gleich mehr Zeit gekostet als alles andere. Und nein, Beckmann macht nicht den Angriff dort. Also das hat auch wieder mehr Zeit gekostet als andere. Beckmann jetzt nur noch auf der 10. Der muss da jetzt eigentlich mal vorbeikommen. Und jetzt Zieniger mit dem Angriff. Beckmann ist vorbei an beiden jetzt. Also, das hat er schon mal geschafft, Platz 8. Und jetzt kann er sich vielleicht nochmal nach vorne orientieren. Raikön hat hier wohl auch ein Problem gehabt mit Schulters. Ist nämlich jetzt etwas weiter zurückgefallen. Also Kaufmann ist, wie gesagt, draußen. Der nimmt hier leider keine Punkte mehr mit im zweiten Rennen. Hat an sich eine tolle Aufholjagd eigentlich jetzt zum Ende der Saison nochmal gestartet. War ja ziemlich weit hinten, aber jetzt seit Portugal lief es für ihn. Und er hat sich zumindest bis auf Platz 7 schon mal wieder vorgearbeitet. Rosenquist fährt wieder eine schnellste Runde. 1,29,7. Und Spörk muss aufpassen. Schulters ist nämlich dran. Und ja, wagt ihr den Angriff gegen Spörk und... Nein. Oh, da hat sich, glaube ich, hinten Beckmann weggedreht. Kann das sein, dass Beckmann sich da weggedreht hat? Oh, ich habe einfach bloß gerade einen Schaden in meinen Augen. Schulters probiert sie an Spörk. Geht sich in dem Fall noch nicht aus. Nebeneinander durch die Kurve, ja, ist nicht immer gut. Ja, und das Duell kostet natürlich Zeit und Raikön ist wieder dran. Nein, Beckmann ist noch da. Ich wollte schon sagen, ob der sich nicht da jetzt auf einmal weggedreht hat. Schütte ist jetzt noch auf der 11. Wohlgemerkt von der 1 gestartet, Clemens Schütte. Mit Philipp Dohm auf der 14. Ui, und der wird jetzt da einfach überholt von Rysilikanovic. Eiskalt. Schwetz fährt die schnellste Runde auf Platz 3 liegend. Und ja. Jetzt haben wir die drei Herren hier wieder. Diesmal macht keiner von denen wirklich einen Fehler. Und wir werden noch mit dieser noch zwei Runden haben. Und Dom hat hier wieder vorbeigearbeitet. Hier eventuell dieses Duell könnte Dom helfen, dass er vielleicht wirklich noch in die Punkte reinkommt. Rysilikanovic wird natürlich jetzt hier angreifen. Ui, das kostet vielleicht Zeit. Das kostet Zeit. Haben wir Uhl. Nein, geht sich nicht aus für Rysilikanovic. So, und vorne geht gleich Kim Yang in seine letzte Runde. Und hier hat sich jetzt gerade noch nichts getan. Die drei Herren sind noch immer hintereinander. Obwohl wir hier wahrscheinlich den größten Faktor vielleicht noch für sie ketten. Kim Yang geht also damit in die letzte Runde.
Rosenqvist hat die schnellste Runde noch für sich gepachtet momentan. Ui, und jetzt, Spörk vertut sich da. Und jetzt ist Schulter ist dran. Ich glaube, Raikkonen hat auch diesen Fehler gemacht. Na, kommt jetzt der Angriff noch von Schultheiß. Ja, er schaut mal rein. Probiert. Ui! Uiuiui, da hat er sich fast weggedreht. Jetzt geht sie noch einmal lang. Nebeneinander. Ja, das geht unter Umständen immer gut, aber hier nicht ganz. Und wir schalten also nach vorne. Hikimi Ang. Zweiter Saisonerfolg wäre das. In Brands Hatch das zweite Rennen gewonnen und so wie es aussieht in Hockenheim hier das zweite Rennen gewonnen. Und damit macht er natürlich in der WM vielleicht auch nochmal einen kleinen Sprung nach vorne, wenn er hier gewinnt. Top 5 sind zwar nicht mehr möglich, aber die Top 10 auf allemal. Und damit sagen wir erstmal jetzt herzlichen Glückwunsch an Kim Yang zum Sieg hier im zweiten Lauf. Zweiter wird Rosenqvist, macht damit, glaube ich, die WM-Führung jetzt erstmal sicher. Wir müssen teilweise Schwätz auf der 3. Vierter Spörk. Fünfter Schulter. Sechster Raikkonen. Sehr gutes Ergebnis für den. Siebter Ringberg. Achter Beckmann. Neunter Merten. Zehnter Zieniker. Elfter Schütte. Zwölfter Ahrens. 13 Volk. 14 Philipp Dom mit den ersten Punkten. Uhl auf der 15. 16 Riesel-Dikanovic. 17 Rehberger. 18 Michel. 19 Philippe Laukanen auf der 20 Pinkel, 21, 22 Dieter, 23 Blase, 24 Fries, 25 Buhmeister und ausgefallen ist Simon Kaufmann leider. Und ja, für die WM heißt es also, Rosenqvist bekommt 27 Punkte für Platz 2, Beckmann bekommt 14 Punkte für Platz 8, das sind also 13 Punkte, das heißt, sind das 13 Punkte? Ja, das sind 13 Punkte Unterschied, das heißt, Rosenqvist macht aus 9 Punkten Rückstand, 4 Punkte Vorsprung. Ja, und damit, denke ich mal, können wir doch mit einer ordentlichen Portion, ja, Spannung ins letzte Saisonrennen gehen und schauen, wer von den beiden sich den Titel holen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder zum dritten Lauf und bis dahin. Ciao, ciao und viel Spaß bei den anderen Videos.